Grüße. Ja, ich melde mich jetzt auch mal wieder mit einem Video zurück. Ist ja schon über einen Monat her. Und eigentlich wäre jetzt der Lesemonat fällig. Doch da meine letzten Videos alle schon Lesemonate waren und ich dazwischen nichts anderes gemacht habe wie eine Rezension, was ich eigentlich vorhatte, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal meine ungelesenen englischen Bücher. Und das sind einige, die sich da innerhalb eines Jahres angesammelt haben. Und ohne Umschweife fangen wir da jetzt auch an. Ja, der Lesemonat kommt noch, den werde ich jetzt wohl auch im Anschluss drehen, aber ich muss ja für ein bisschen frischen Wind sorgen. Ja, das erste Buch ist William Goldings Lord of the Flies. Das haben wir damals im Englischunterricht in der 11. Klasse gelesen. Wollte ich dann letztes Jahr nochmal lesen, weil ich es damals nicht ganz gelesen hatte, weil das gereicht hatte. Und ich habe hier bei Seite 46, glaube ich, aufgehört, weil dort sehr viele Wörter sind, die ich nicht kenne und dann ist der Lesefluss sehr stockend und dann macht das auch keinen Spaß. Ich glaube, deswegen habe ich das damals in der 11. Klasse noch nicht durchgelesen und ich schaffe das jetzt immer noch nicht. Es sind sehr viele Adjektive dabei. William Golding beschreibt die Szenerie immer sehr genau und das ist zwar schön, wenn man die ganzen Wörter kennt, aber so als Lesefluss, so als Lesegenuss ist es dann in der Freizeit nicht geeignet, es sei denn, man hat über Nacht das Oxford Dictionary auswendig gelernt. Ja, vielleicht quäle ich mich da irgendwann noch durch. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Buch. Einfach die Konstellation, dass Kinder vor der Flucht eines Krieges auf einer Insel landen und dann ihr ganzes soziales System da neu aufbauen, was dann natürlich in Mord und Totschlag endet. Aber mehr will ich auch gar nicht verraten. Ist auf jeden Fall ein super Klassiker, den man im Englischunterricht lesen sollte. Ja, und noch so ein Buch, ist Huxleys Brave New World, ist neben Orwells 1984 und Ray Bradburys Fahrenheit 451 eine der Volksdystopien des 20. Jahrhunderts. Ähnlich komplexes Vokabular habe ich vor 2 bis 3 Monaten, ja, Ende Mai, Anfang Juni habe ich es angefangen, bin bis Seite 103 gekommen, bis zum 5. Kapitel. Danach fängt die Geschichte erst richtig an, weil davor wird das System, die Utopie wird sehr gut dargestellt. Und irgendwie konnte ich mich nicht dazu aufraffen, weil der Lesefluss bei mir ähnlich gehemmt war. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das diesen Monat zu beenden. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert bis jetzt, aber ist echt ein harter Tobak. Sowas haben wir damals in der Schule auch nicht gelesen. Haben wir nur so weichgespülte Sachen gelesen. Eigentlich müsste man sich ja da durchquälen. Das ist eine andere Geschichte. So, dann, jetzt kommen wir zu den komplett ungelesenen Büchern. Und den Anfang macht Ken Follett's Pillars of the Earth. Das habe ich ja damals im Oktober vor einem Jahr gekauft. Habe seitdem auch überhaupt nicht angefangen, denn das sind über 1000 Seiten und die Schrift ist auch dermaßen winzig. Vielleicht sieht man das ja, dass ich mich da überhaupt nicht durchringen konnte. Vielleicht irgendwann mal an langen Winterabenden könnte das rausgekramt werden. Ja, ist irgendwie jeder achte Deutsche soll das Buch ja haben. Und war auch irgendwie billig. So für 8 Euro habe ich das dann mal mitgenommen und bis jetzt nicht wieder angefasst. Was ich wahrscheinlich viel eher lesen werde, ist Joseph Hellers Catch-22. Auch ein Klassiker des 20. Jahrhunderts. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Das sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ich finde es schade, dass ich das bis jetzt immer noch nicht getan habe. Da werde ich dann auf jeden Fall eine Rezension zu machen. Und ich werde auf jeden Fall auch noch eine Rezension zum Fahrenheit 451 machen, was ich eben erwähnt habe. Aber da muss ich mich echt gut vorbereiten. Und es ist jetzt auch schon wieder über 2 Monate her, dass ich das Buch gelesen habe, also Fahrenheit 451. Und das will gut vorbereitet sein. Und dazu muss ich mich erstmal durchringen. Das wird schon. So, nächstes auch ein Klassiker. Harper Lee's To Kill a Mockingbird. Ist auch so eine Pflichtlektüre für Englischkurse mit dem Thema African American Experience, was wir hatten. Wir hatten das aber nicht gelesen. Ist auch auf vielen Listen dabei. Das Time Magazine hat eine Liste der 100
einflussreichsten und wichtigsten Bücher veröffentlicht vor ein paar Jahren. Da war das auch dabei, genauso wie Catch-22 1984 und so weiter. Dann aktuelleres Buch ist von Philip Roth, Nemesis. Ja, Philip Roth, wohl einer der fundiertesten lebenden Schriftsteller. Und das war bei einer Amazon-Aktion günstig zu haben, genau wie die beiden Bücher davor und genau wie das, was jetzt noch kommt. das ist Terry Pratchett's Reacher Man. Das ist der vierte Scheibenweltroman. Ich habe den 16. letzten Monat gelesen. Jetzt habe ich mich quasi selber schon gespoilert. Oder euch, weil ich letzten Monat nicht so viel gelesen habe. Und jetzt wisst ihr quasi schon einen Großteil meines Lesemonats, aber ist ja egal. Und dieser 16. Scheibenweltroman baut eben auf dem 11. und auf dem 4. auf. Und den 4. habe ich hier. Aber ich wollte eher einen deutschen Roman lesen. Deswegen hatte ich den 16. vorher angefangen. Aber es ist sicherlich auch ganz spaßig. So, dann kommen wir nochmal zu einem richtigen Klopper. Das ist der erste Teil von Game of Thrones von George R. R. Martin. Habe ich mir mal bei einer Medimobs-Bestellung vor ein paar Monaten mitgeben lassen. Ja, das ist auch so ein typischer Fall für Winterabende. Schrift ist ähnlich klein. Man heißt ja im Deutschen noch irgendwie irgendwas mit Winterfell, würde dann ja passen, wo man dann vorm Kamin sitzt und sich dem widmet. Halt auch knapp 800 Seiten. Ja, das wird ein Spaß. Dann kommt ein Buch, was ich schon mal gezeigt habe in einer Medimobs-Bestellung oder der einzigen, die ich hochgeladen hatte, und zwar Ayn Rand's We the Living. Handelt von, ich glaube, der Oktoberrevolution in Russland. Ich kann aber auch komplett, ja, tut es, liege ich nicht komplett daneben. Das Videospiel Bioshock, was 2007 erschienen ist, die Welt, ich glaube, sie heißt Rapture, ich habe das Spiel nicht gespielt, die ist sehr stark von Ayn Rands Philosophie und Bildern inspiriert, nur mal so nebenbei, falls das jemand gespielt hat und sich wundert oder das mal wissen wollte. das nächste Buch ist Jay-Z's Decoded. Das Ding kostet 20 Euro, ist eine Mischung aus Biografie, Sozialstudie, Rap-Vokabular und Erklärung. Also Jay-Z erklärt da teilweise sehr ausufernd die Entstehung seiner Zeilen. Und für 20 Euro hat man erstmal dieses Goldcover, was schon sehr hochwertig zu sein scheint. Und was ist dann... kostet im Original auch 35 Dollar. Aber was es dann richtig rausreißt, ist einfach das Design, die Aufmachung. Jede Seite hat quasi ein anderes Design. Das ist sehr extrem. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig gestaltet. Und das habe ich auf jeden Fall vor, Weihnachten zu lesen. Aber das dann wirklich... ja, wenn man sich für die Musikrichtung interessiert, ist es eines der Standardwerke, genauso wie das hier. How to Rap von Kool G Rap. The Art and Science of the Hip-Hop MC. Das ist mit eines der fundiertesten Werke, was Hip-Hop bzw. Rap-Kultur angeht. Für das Buch wurden 100 der profiliertesten Hip-Hop MCs interviewt und die äußern oder diese Interviews werden dann in Ausschnitten zu den einzelnen Themen veröffentlicht. Das geht über den Schreibprozess, über den Inhalt, Flow, wie man seine Texte strukturiert und so weiter. Ist auch irgendwie 300 Seiten lang, ist auf jeden Fall eines der Werke, was man sich geben sollte, wenn man in der Richtung Literatur sucht. Ja, und dann drei Bücher, die ich letztes Mal... ja, oder die ich auf jeden Fall schon mal vorgestellt habe. Wenn ich jetzt auch nicht bewusst was zu sagen, weil ich die auch noch nicht gelesen habe. Aber sie sind englischsprachig. Haruki Murakami's Norwegian Moon. William Forkas, The Sound and the Fury. Und Fight Club. So, und dann ist noch ein Buch übrig. Das habe ich vor ein paar Wochen zum Geburtstag geschenkt bekommen von einem Kollegen.
Das ist Mary Shelleys Frankenstein, quasi das erste Werk, was man als Science Fiction anerkennt. Und da ich mich dahingehend interessiere, hat mein Kollege da genau ins Schwarze getroffen, da ich es auch noch nicht gelesen habe. Ja, ansonsten habe ich mir zu meinem Geburtstag noch keine Bücher gekauft, hatte ich eigentlich vor, werde ich aber wahrscheinlich doch nicht tun, weil ich doch noch so viele übrig habe. Ja, und auf jeden Fall kommt innerhalb der nächsten Wochen eine Rezension zu 50% zu Fahrenheit 451, aber da werde ich mir richtig Mühe geben müssen. Weil das Buch wurde schon mehrmals auf YouTube in Videos erwähnt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Quintessenz wurde nicht verstanden. Und das muss ich ausräumen. Oder ich versuche es zu erläutern, warum man es auch nicht verstehen kann, weil viele sehen nur den Aspekt, ach, ist jetzt auch egal, werde ich dann in der Rezension erwähnen. Ja, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen, wer es jetzt bis hierhin ausgehalten hat und ja, bis zum nächsten Video.